Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine ganz besondere Karte, denn es ist eigentlich als Buch gestaltet. Also eine Buchkarte. Also ihr seht jetzt hier an der Seite, sieht es aus, wie wenn es ganz viele Seiten hätte. Wirklich wie ein kleines Buch. So sieht es hochkant aus, so auf der Rückseite. Und ich zeige euch auch gleich, wie das Ganze innen drin ausschaut. Aber ich wollte euch kurz erzählen, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Und zwar haben wir ja, habe ich euch bei einem meiner letzten Videos mein Buch gezeigt von der lieben Heidi. Ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen raus. Also wir haben halt im Team die Heidi, die macht hier wunderschöne Bücher immer für uns mit dieser Buchfaltetechnik. Und wir haben eine Geburtstagsgruppe in unserem Team und das heißt, jeder, der Geburtstag hat und da mitmachen möchte, bekommt von den anderen Teammitgliedern eine Geburtstagskarte und die Heidi hat bald Geburtstag. Und da habe ich natürlich gesucht, was könnte ich der lieben Heidi, ich zeige es euch jetzt nochmal kurz hier, ich kann euch auch mal das Video hier oben verlinken, in der ich euch meine ganze Geburtstagspost gezeigt habe, aber was könnte ich der Heidi denn für eine schöne Karte machen, die ein kleines bisschen annähernd an dieses Werk hier hinkommt, an ihre Werke. Und da habe ich bei YouTube ein bisschen gesucht und bin dann auf diese Buchkarte gekommen. Ich verlinke euch jetzt unten in der Infobox das Video, wo ich das gesehen habe und schreibe es auch hier nochmal hin. Da habe ich eben so eine Buchkarte gesehen und habe mir gedacht, das bastel ich für die Heidi, weil es halt einfach so gut passt. Wenn man das jetzt hier aufmacht, sieht es innen so aus. Ich habe es etwas abgewandelt wie das Video, das ich eben gesehen habe. Also man sieht hier die schönen Seiten. Und das hier soll einfach darstellen, dass alles Gute und auch diese Hintergründe, diese, die dann nach innen gehen, einfach dieses Dreidimensionale. Hier unten steht nochmal Heidi, auch in unterschiedlichen Lagen. Also es soll ein bisschen an ihre tolle Buchfalttechnik erinnern, oder? Ja, ich habe es halt versucht, als Karte zu basteln. Genau, und ich fand halt die Grundidee davon super gut und super toll und ich würde euch heute gerne zeigen, wie das funktioniert. Ich habe auch die Maße nicht abgewandelt, aber ich habe ein paar kleine Tipps und Tricks und ich würde aus dem Ganzen heute sehr gerne auch eine Geburtstagskarte machen, aber wir machen heute eine Vintage-Karte daraus, ein Vintage-Buch. Genau, also ich zeige es euch nochmal kurz von Namen. Wie gesagt, das soll die ganze Tiefe vermitteln von dem Buch mit dem Text und mit dem Alles Gute, auch dass das auf der Unterseite ist. Und eben hier noch ein bisschen schön dekoriert und natürlich vorne mit der schönen Pfingstrose. Genau, also, ich finde ich super. Mir gefällt die Karte sehr gut, was natürlich auch wichtig ist. Aber wie gesagt, ich möchte es heute ganz anders machen, so vom Farbkonzept und so. Es wird heute eine richtige Vintage-Karte. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Die Bestellnummern für den Farbkarton, die halte ich euch hier kurz ins Bild. Einmal habe ich benutzt Vanille Pur, Espresso für die Deko, das seht ihr nachher, und Zimtbraun ist unsere Hauptfarbe. Und ich hatte ja bei meiner Originalkarte, also bei dieser hier, ein Designerpapier. Das Designerpapier ist aus der Reihe mit der Pfingstrose. Und dann habe ich hier ewiges Grün. Ich habe mit ganz, ganz viel Material gearbeitet. Also da müsst ihr gucken, was ihr alles habt, wie ihr das nachbasteln könnt. Aber wie gesagt, hier hatte ich eben Designerpapier und hier habe ich jetzt keins. Da habe ich es mir selber gestempelt und das zeige ich euch natürlich auch alles. Ihr braucht, als erstes zeige ich euch mal das Vanille-Pur-Papier. Da braucht ihr einmal ein Vanille-Pur in dem Maß 20 cm x 28 cm. Die Pfeile sind für mich, das erkläre ich euch gleich. Und ihr braucht ein Papier, das das Maß 20 x 19 cm hat. Also 20 x 28 und 20 x 19. Wir falzen das jetzt dann gleich zusammen. Dann habe ich einen Einleger innen drin für den Maß, mit dem Maß 14,2 x 9,7. Und ich habe das als Buch gestaltet, habe da noch so einen kleinen Buchrücken gemacht. Dieser Streifen ist 14,5 hoch, also so hoch wie mein komplettes Buch. Und von der Breite ist der jetzt 0,8 cm. Und ich habe da schon was drauf gestempelt, weil ich das irgendwie cool fand als Idee, wenn man das zum Buch nimmt, dass man dann da auch was drauf stempelt. Das ist also diese Seite hier. Und dann habe ich als Grundkarte ein Stück Farbkarton in Zimt in dem Maß 21 x 14,5 cm. Das falzen wir uns gleich zusammen. Das ist also die Grundkarte. Dann habe ich zwei Stücke Zimt. Die haben das Maß 14,5 x 10 cm. Das sind also meine Designerpapiere. Das ist das hier außen. Die habe ich schon fast fertig. Also ich zeige euch auch gleich, wie man das bestempelt. Ich habe mir hier im Hintergrund mit Federn und einem Muster gearbeitet
Und das Teil hier habe ich mir schon ausgestanzt und schon mal aufgeklebt, aber das machen wir mit der auch nochmal zusammen gleich. Und wie gesagt, noch ein Teil für innen rein mit 14 x 9,5 cm. Das ist dann hier als Hintergrund im Innenteil des Buchs. Okay, das ist erstmal alles, was ich an Papier mir so grob hergerichtet habe. Und die ganze Deko, also da braucht man echt viel Deko, habe ich auch schon alles hergerichtet, damit wir das dann zusammenbauen können. Genau, okay. Und jetzt starte ich einfach mal ganz kurz. Wir starten einfach ganz normal mit der Grundkarte. Wir arbeiten uns da jetzt Stück für Stück durch. Die Grundkarte hat ja das Maß 21 cm x 14,5 cm und wir falzen uns jetzt einfach mit dem Papierschneider dieses Papier an der langen Seite, also ich lege die lange Seite oben ein, einmal bei 10 cm, lege es mir hier bei 10 cm an, falze es mit der hellen Klinge und bei 11 cm. Dann habe ich eine schöne Grundkarte, kann ich mir gleich mal nachfalzen. Mein Falzbein ist oben. Das habe ich gar nicht mitgenommen. Jetzt nehme ich mal schnell das hier. Das geht auch. Das ist natürlich ungeschickt, aber gut. Weil wir falzen heute ziemlich viel. Und das ist eben meine Grundkarte. Und dann schnappe ich mir mein SimpliScored Falzbrett. Und zwar ist das das Grundbrett. Und ich habe die symmetrische Einteilung drauf, dass ich eben auch einen Zentimeter falzen kann. Und da ist hier unten immer so ein Stift mit dabei. Den brauchen wir auch gleich. Und dann falzen wir uns unsere Buchseiten sozusagen. Also das sind diese Randelemente. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Papierschneider machen, aber ich finde halt mit dem SimpliScored Falzbrett geht es einfach viel schneller. Und zwar, also ich habe es mir hier hingeschrieben, 20 cm. Wichtig ist, dass wir uns die 20 cm Seite falzen. Ich habe jetzt hier das Papier, das Maß 20 x 19 cm hat. Also lieber zur Sicherheit nochmal ausmessen, nicht dass man die 19 cm Seite erwischt, weil das natürlich sehr ähnlich ausschaut. Okay, also meine 20 cm liegen jetzt hier oben an und ich falze jetzt bei folgenden Zentimetern. Also man falzt es sich grundsätzlich bei allen 2 cm, aber ich mache das ein bisschen anders. Also ich mache das jetzt einmal bei, lege es mir ordentlich hin, einmal bei 2 cm. Die 4 lasse ich frei, dann gehe ich auf 6 cm. 8 frei, wieder auf 10 cm, 12 frei, 14 cm, 16 frei, obala, 18 cm. Ich blende euch jetzt hier groß ein, bei welchen Maßen ihr das falzt. Also bei 2, bei 4, bei 10, bei 14 und bei 18 cm falzt ihr das. Dann nehme ich mir das Papier und drehe mir das einfach einmal um. Jetzt liegt immer noch die 20 cm Seite oben, also wichtig. Und jetzt falze ich es mir eben bei den anderen 2 cm, weil ich nachher so eine Ziehharmonika-Falzung habe. Und das ist einfach einfacher, wenn man sich das gleich so rumfalzt. Also einmal bei 4 cm, dann bei 8 cm, bei 12 cm, bei 16 cm. Ich sage es euch nochmal, bei 4 cm, bei 8 cm, bei 12 cm, bei 16 cm. Und jetzt habe ich alle 2 cm hier eine Falzung und zwar schon so, dass wir das nachher richtig rumknicken können. Und das gleiche mache ich jetzt auch mit meinem anderen Papier. Das ist das Papier mit dem Maß 20 cm x 28 cm. Bin gar nicht ganz im Bild, aber ich kriege ich gar nicht rein. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass die 20 cm Seite oben liegt. Und ich mache es auch hier genauso. Ich falze mir zuerst bei 2 cm. Also 4 lasse ich frei, dann bei 6 cm. 8 lasse ich frei bei 10 cm. 12 frei, dann wieder bei 14 cm. 16 frei und 18 cm. Also merkt ihr, ich muss mich auch konzentrieren. Ich habe jetzt gefalzt bei 2, bei 6, bei 10, bei 14 und bei 18 cm. Jetzt drehe ich mir das Papier wieder um, genauso wie vorher, und falze es mir nochmal bei 4 cm, bei 8 cm, bei 12 cm und bei 16 cm. Und so habe ich auch hier wieder alle 2 cm meine Falz und dann auch schon in der richtigen Knickung sozusagen. Okay, dann kann das SimpliScored Falzbrett wieder weg.
Und dann schnappe ich mir meinen Papierschneider. Ich nehme jetzt meinen alten, also wundert euch nicht, weil ich da nicht noch die Klingen drin habe und aufbrauche. Und wir haben ja jetzt hier unser Papier mit 20 cm mal 19 cm. Das schneiden wir als erstes. Und jetzt halbieren wir uns unsere 19 cm Seite. Also ich habe hier anliegen meine 19 cm Seite. Hier oben liegt die 19 cm. Und schneide mir das Papier auseinander bei 9,5 cm, die ich hier anlege. So. Jetzt habe ich zwei Stücke in dem Maß 20 cm mal 9,5 cm. Die brauchen wir. Und auch das andere Papier teilen wir uns. Da liegt jetzt meine 28 cm Seite oben, also meine lange Seite wieder. Und das teile ich mir jetzt bei 14 cm. Hier anlegen bei 14 und einmal teilen. So habe ich wieder zwei Stücke mit 14 cm mal 20 cm. Die komme ich selber durcheinander. Ja, 14 mal 20 cm. So, und jetzt falzen wir uns diese Bögen richtig rum nach. Und da ist es wichtig, wir haben ja hier eine Talfalz. Ich hoffe, man erkennt das in der Kamera. Hier geht es nach unten, das heißt, hier ist mein Berg und hier ist der Berg nach oben gefalzt. Hier wieder nach unten und hier nach oben. Das haben wir natürlich dadurch gemacht, dass wir uns das Papier gedreht haben. Und wichtig ist immer beim Falzen, dass man diesen Berg, diesen kleinen Hügel, nach innen falzt. Also die erste Falz geht nach unten. Der zweite Berg ist ja jetzt auf der Oberseite, dann muss es so rumgehen. Dann ist der Berg wieder auf der Unterseite und dann geht es wieder so rum. Und so falze ich mir das jetzt einfach nach. Versucht hier sehr genau zu arbeiten. Auch schon beim Falzen vorher. Dadurch wird nachher unsere Buchform einfach viel schöner. Je genauer es ist, desto besser ist es sozusagen. Und das falze ich mir jetzt immer so in dieser Ziehharmonika-Optik oder Technik nach. Wie so eine Ziehharmonika einfach und wie gesagt versuchen, das wirklich schön gerade hin zum Falzen. Und da lasse ich euch jetzt kurz Musik laufen. Ihr wisst jetzt, wie ihr das falzen müsst und das macht ihr einfach bei allen euren ganzen Papieren. Genau. Und dann haben wir hier vier von unseren gefalteten Elementen und das wird dann jetzt unser Buch. Und dazu lege ich mir das jetzt so an, dass ich immer, also ich drehe mir das zum Teil auch um, dass ich ein flaches Element hier hinlege und dann stellt sich der erste Hügel auf. Von oben sieht es jetzt so aus. Und so mache ich das auch mit denen hier, also ein flaches und dann stellen sich die nächsten auf. Und auch hier unten ein flaches hinlegen und die nächsten stellen sich auf. Ich muss ein bisschen höher rücken. Genau, so habe ich das jetzt hier gemacht. Und dann können wir uns das auch gleich zusammenkleben. Und zwar mache ich mir jetzt nur ein kleines bisschen Tombow hier oben in diese Ecke rein. Und klebe mir das dann hier schön bündig an. Und zwar muss ich gucken, dass es hier oben bündig ist, also hinten, und dass es auch hier an der Seite schön bündig ist. So sieht das Ganze dann aus. Seht ihr das? Und das mache ich auf der anderen Seite auch. Also ich klebe meine lange Seite unten rein und diese kurze Seite oben drüber. Und nehmt da unbedingt den, oder ich kann euch raten, den Flüssigkleber zu nehmen oder den Tombow eben, weil ihr dann noch ein bisschen schieben könnt. Und das ist, muss schon relativ genau sein. Also man muss da schon ein bisschen noch ruckeln, dass es wirklich schön gerade wird und sich wirklich genau an die Kanten anschließt. Es ist einfach nachher ein schönes, gerades Buch wird. Und unten mache ich es jetzt genauso. Da klebe ich mir hier und hier meine Unterkante hier genau an.
Und jetzt ist es ja so, wenn ihr die Karte einfach so basteln wollt, dass ihr nur dieses Buch haben wollt und einfach den Hintergrund stempeln oder gestalten wollt, dann könnt ihr das einfach so machen, dass ihr das jetzt ganz normal zusammenbaut. Dazu würdet ihr euch einfach immer die beiden Seitenteile und dann ein Oberteil reinklappen, unten genauso wie das Seitenteil. Oberteil und Unterteil wieder rechts und links. Also so würde sich das jetzt aufbauen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal kurz. So, so. Und als allerletztes kommt dann noch die Deckseite, die sich dann so verschließt. Also so hättet ihr diesen Bilderrahmen oder diesen Buchoptik komplett fertig und könntet einfach nur eure Grundseite, die wir extra dann eben machen, noch gestalten. Ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, ich möchte wieder so wie auf meiner Musterkarte arbeiten. Das heißt, ich habe hier diese zwei Rahmen noch extra eingefügt. Das ist also quasi fast schon wie eine tiefe Tunnelkarte. Und ich dachte, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man hier unten noch ein bisschen Rand hätte, dass das auch noch ein bisschen dimensionaler wird. Was aber schwierig ist natürlich, dass eben, dass die Buchstaben da gut reinpassen. Und deswegen habe ich mir jetzt auch für das Vintage-Thema andere Rahmen genommen und muss das jetzt quasi austesten. Ich habe hier mit diesen rechteckigen Rahmen gearbeitet, also diesen hier. Kann man ja auch ausstanzen und dann sieht man diesen Rahmen da noch zusätzlich, seht ihr das, außen und innen sozusagen. Und so gibt es dem Ganzen noch ein bisschen Tiefe. Und jetzt werde ich diese Rahmen hier nehmen. Die sind in dem gleichen Standset, das zeige ich euch gleich. Und da habe ich eben auch zwei verschiedene Größen und das alles Gute müsste man hoffentlich trotzdem noch lesen können. Und da zeige ich euch eben jetzt, wie ihr das machen könnt, dass ihr dann noch zusätzliche Seiten einfügen könnt, die noch so ein bisschen mehr Dimensionalität in das Ganze bringen. Okay, also wir haben jetzt unseren Rahmen fertig und jetzt haben wir noch unser Papier, das das Maß 14,2 x 9,7 cm hat. Das haben wir uns ja vorher schon hergerichtet und das ist unser Grundpapier. Das kommt quasi hier hinten drauf. Da wird dann nachher unser Rahmen aufgeklebt. Wenn ihr so eine ganz normale Buchkarte machen wollt, könnt ihr das jetzt einfach bestempeln und könnt es dann hinterkleben und habt dann hier diesen Rahmen als Tiefenprägung. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich ja, wie gesagt, da noch ein bisschen mehr Tiefe reinbringen will, indem ich neue Seiten einfüge. Und deswegen lege ich mir das jetzt einmal hier hin und zeichne mir jetzt mal kurz so ein bisschen den Rahmen auf, dass ich weiß, wo mein Rahmen eigentlich auf meinem Grundpapier ist. Dazu versuche ich das hier schön anzulegen, dass es da schön in der Mitte ist. Genau. Und zeichne mir jetzt einfach mit Bleistift vorsichtig meinen Rahmen auf, dass ich ungefähr weiß, wo ich mich da befinde. Ganz gerade ist er nicht. Und dann habe ich mir noch zwei Seiten zusätzlich ausgeschnitten. Die habe ich euch jetzt am Anfang nicht gezeigt. Das kommt also darauf an, welche Variante ihr machen wollt. Ich nehme euch noch ein Stückchen näher ran. Die haben das Maß 12 cm x 7,5 cm und die habe ich zweimal. Das wären dann unsere Seiten, die hier so innen rein dann aufgebaut werden. So, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ich habe nämlich ein großes Element und ein kleines Element. Also, ich versuche das jetzt ein bisschen mit dem Rahmen zu machen. So, also ich habe mir meine Stanzform sozusagen so mittig wie möglich lege ich mir die jetzt da hier rein in den Rahmen und orientiere mich jetzt hier an dem Außenrahmen. Und jetzt muss ich mir das gut ankleben und einmal ausstanzen. Das mache ich jetzt gleich mal. Wow, jetzt ist schon wieder ein bisschen verrutscht. Ich könnte es auch natürlich mit Bleistift anzeichnen. Okay, so habe ich mir das Ganze jetzt ausgestanzt. Ich habe hier einfach nochmal ein Etikett. Das kann man immer gebrauchen. Und das ist jetzt meine ausgestanzte Form. Und jetzt mache ich es so, dass ich mir meine zweite Form noch ausstanzen möchte. Das heißt, ich nehme noch mein zweites Papier, das das Maß 12 x 7,5 hat, also die sind gleich groß. Und jetzt möchte ich einfach hier in die Mitte nochmal eine Stanzung machen. Das heißt, ich orientiere mich jetzt hier bei diesem Papier. Das heißt, ich schaue, dass ich hier das Papier genau übereinander lege und mir hier dann in der Mitte mein kleineres zweites Element gut festhalte. Also erstmal auflegen gescheit. Ist jetzt wieder verrutscht. So.
gut auflegen, schön festhalten, das andere wegmachen, Kleber drauf machen und dann einmal durch die Stanzmaschine kurbeln. Ich bin gleich wieder da. So. Und dann haben wir noch ein kleines Etikett, das kann man auch immer gut gebrauchen. Jetzt zeige ich euch mal, von wo die Stanzformen sind. Das wollte ich nämlich vorher schon machen. Und zwar sind es die Stanzformen Tierische Freunde. Das hier ist die Bestellnummer. Und aus diesen Stanzformen habe ich alles gestanzt. Also meine erste Karte habe ich mit diesem Rahmen gemacht, mit dem größten und dem zweitgrößten. Und dieser Rahmen ist jetzt auch bei diesem Muster mit dem größten und dem zweitgrößten Rahmen. Genau. Und jetzt versuche ich mir das schön übereinander zu legen. Dazu mache ich es jetzt so, ich muss ja den Rahmen sowieso nochmal aufmachen. Ich mache mir den jetzt nochmal kurz auf und lege mir jetzt mein Grundpapier unten drunter. Dann kann ich mir hier den Rahmen so auflegen, wie der dahin gehört. Habe ich ja als Bleistift Striche meinen Rahmen. Und dann kommt hier ja eigentlich der kleinere zuerst drauf. Das ist ein bisschen ein Gepriemel. Also ich kann, es ist natürlich einfach, wenn ihr einfach nur die Grundseiten bestempelt. Aber wir brauchen uns jetzt hier, müssen wir uns noch das aufmaßen richtig. Das Gute ist, dass dieser große Rahmen von der Breite her fast die Breite von dem Rahmen hier rechts und links hat. Also den kann man hier sehr gut ausmitteln. Und oben und unten, guckt ihr ein bisschen, wie es schön rauskommt. Wenn ihr diesen Rahmen drauf habt, könnt ihr auch ganz einfach den kleineren Rahmen draufsetzen, weil die Größe vom Papier natürlich genau gleich ist. Ich möchte jetzt nämlich mir anzeichnen, wo ich meine Buchstaben ausstanzen muss. Papiere sind gleich groß und jetzt weiß ich, welchen Bereich ich habe für mein Alles Gute. So, bisschen viel Arbeit für dieses Alles Gute, aber das rentiert sich, weil es dann einfach total schön aussieht. Das male ich mir jetzt hier eben noch auf. Und dann weiß ich jetzt hier auf meinem Grundpapier, wo ich jetzt die Buchstaben ausstanze. Und ich zeige euch das jetzt mal nah, ich sehe das ja gar nicht. Seht ihr das? So habe ich mir das aufgemalt. Außen den Rahmen und innen den kleineren von diesen beiden, den kleineren von diesen beiden Ausstanzungen. Und jetzt schnappe ich mir die Buchstaben, die heißen schön geschrieben. Die haben diese Bestellnummer. Und da gibt es dieses wunderschöne Alles und Gute. Und das möchte ich jetzt da in die Mitte machen. Okay. Und zwar natürlich so schön wie möglich, also so, dass es schön im Rahmen ist. Der kleinere Rahmen ist natürlich ein bisschen kleiner als der große. Also wir haben ja den kleinen aufgezeichnet, dass man das trotzdem noch lesen kann. Und so, finde ich, ist es eigentlich ganz schön. Alles Gute. Genau, dann klebe ich mir das nur nochmal fest, sicherheitshalber. Das ist nach der vielen Mühe nicht verrutscht. Mutig sein und dann Platte drüber und einmal durchkurbeln. Okay, und was ich jetzt als Tipp für euch habe, versucht, dass die Stanzformen und das Papier zusammenbleiben. Ich zeige euch gleich warum. Also ich nehme mir das jetzt mal vorsichtig raus. Okay, hier haben wir es schon, hier ist es raus, hat sich selber rausgelöst, aber das kriegen wir auch noch hin. So. Ich lasse es jetzt mal so, denn wenn wir uns das nachher aufkleben, tue ich mir leichter, wenn die Stanzform noch dabei ist, dann kann ich auch die kleinen Elemente, die danach drin sind, noch richtig gut aufkleben. Und das können wir eigentlich gleich sofort machen. Das ist jetzt so, dass ich mir die Grundkarte schnappe und nehme mir einfach eine meiner Innenseiten und würde mir das dann hier einfach so aufkleben. Also ich versuche jetzt ganz vorsichtig, dass ich meine Stanzform in Samtpapier mitnehme. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, da hat es gut geklappt. Mal vorsichtig auf die Seite. Denn ich möchte zum Beispiel hier bei diesem T, seht ihr diese zwei Punkte, die möchte ich eigentlich ganz gerne aufkleben. Die sollte ich nicht verlieren. Okay, dann können wir uns ganz einfach diese ganzen Ränder jetzt erstmal wegradieren. Da kommen wir jetzt noch ganz gut hin. Und jetzt schneide ich mir einfach den Flüssigkleber und klebe mir das schon mal an. Hui! So ein bisschen da in der Mitte, dass das einfach alles schön klebt.
und nicht zu viel, dass es nicht rausbatzelt an der Seite. Okay, und das setze ich mir jetzt hier schön mit Umrandung mittig auf. Das ist dann auch super nahe für unsere Orientierung. So. Schaut irgendwie aus, wie wenn es ziemlich weit unten wäre. Hoffentlich habe ich mich da nicht total vermessen. Ja, eigentlich hier passt es wieder, oder? Naja, das sehen wir gleich. Machen jetzt hier ein großes Experiment. Okay, und jetzt versuche ich noch hier meine Buchstaben zu retten. So, dass die sich da nicht rauslösen. Genau, so soll das aussehen. Und jetzt mache ich so, dass ich mir ein bisschen Flüssigkleber auf meine ganzen Innenteile aufklebe, damit dieses Innenteil von dem A und dieser Bereich und dieser Bereich und dieser Bereich und auch vom E und vom S ein kleines bisschen Kleber drauf haben. Und das zirkle ich mir jetzt einfach wieder in meine Stanzform rein, schnapp mir einen Piekser, eine Nadel und drücke mir das hier so an. Da komme ich jetzt auch super. Ich nehme euch mal kurz ran, dass ihr das ein bisschen besser seht, hoffe ich. Was ich hier überhaupt mache, seht ihr, dass ich drücke mir das hier so durch und klebe mir sozusagen meine Füllung von meinen Buchstaben hier an, damit es dann nachher so aussieht. So ist das ganz schön. Das alles Gute, dass man sich hier eigentlich ausstanzt. So sieht man es vielleicht ganz gut. Das kann man natürlich super aufheben fürs nächste Mal. Das braucht man natürlich immer mal ganz gut. Und bei dem T war es ja auch so, da habe ich auch noch diese zwei Punkte da drin. Die haben sich jetzt leider aus der Form gelöst. Ich finde es mit Form immer ein bisschen einfacher. Aber ich mache mir hier trotzdem auf diese zwei Punkte ein bisschen Kleber und kann mir das trotzdem hier noch gut reinzirkeln. Und auch hier wieder mit der Nadel ein bisschen draufpieksen. Und dann sieht das ganz cool aus. Ich habe ein bisschen zu viel Kleber erwischt, fürchte ich. So. Wenn es mal dran klebt, einfach nicht mehr ruckeln. Das wäre besser gewesen jetzt. Aber ist egal. Super gemacht. Und dann räume ich kurz die Stanzformen auf, dass ich die nicht verliere. Dieses kleine E hat noch gefehlt, das habe ich gerade in der Stanzform noch gefunden. Das habe ich hier noch hingeklebt, den kleinen Punkt. Und bevor ich jetzt weitermache mit dem Zusammenbauen, habe ich mir gedacht, stempeln wir. Denn ich möchte hier innen auch noch ein bisschen was stempeln. Und wir haben ja noch ein Designerpapier auf der Seite, das machen wir stempeln und einen Spruch und so. Deswegen machen wir jetzt einen Zwischenschub, bevor wir die Karte zusammenbauen und stempeln noch ein bisschen. Und zwar habe ich es ja so gemacht, ich habe meine zwei Grundkarten, die das Maß 14,5 x 10 haben, die habe ich schon bestempelt für euch. Hier ist eben das Muster, mein zweites Papier. Und ich habe noch eine Innenkarte, das möchte ich auch noch bestempeln, das soll auch in diesem Designerpapier sein. Und das hat das Maß 14 x 9,5 cm. Und dann nehme ich mir hier als Stempelfarbe einmal Zimt. Das ist die Bestellnummer von Zimtbraun. Und als Stempelset benutze ich das Stempelset Geschmackvoll gestaltet. Da habe ich hier einmal diese Feder und dann auch diese Muster. Das hier ist die Bestellnummer, wenn ihr die braucht. Und mit dem habe ich mir quasi mein Designerpapier gestempelt und so mache ich das jetzt auch wieder. Und ich habe jetzt mir einmal die Farbe aufgenommen auf meine Feder, mit der fange ich an, stempel mir das einmal ab und versuche dann ungefähr das genauso zu machen wie auf meiner Frontseite. Und immer eben vorher einmal abstempeln. Wenn es mal manchmal nicht so ganz genau angeht, so wie jetzt hier auf dieser Seite von der Feder, das macht gar nichts. Also es ist ja dieser bisschen Vintage-Style, das darf ruhig auch mal so sein, dass es nicht ganz perfekt ist, der Abdruck. Und mir seht es wird irgendwie doch immer anders, auch wenn man versucht, sich nach dem zu orientieren. Aber so hat man den kleinen Anhaltspunkt. Und dann nehme ich mir noch dieses Muster. Und auch hier mache ich es so, dass ich das zwischendrin reinstempel und vorher immer einmal abstempel. Das ist ein bisschen eng. Ja, so geht's. Da haben wir wieder mehr Platz. Also irgendwie wird es doch immer anders. Und gerne auch immer wieder den Stempel ein bisschen drehen. Dann nutzt man das super aus. So sieht es jetzt aus. Finde ich ganz süß so. Und ist jetzt mein Designerpapier für innen. Und damit ich die jetzt nicht verwechsel, klebe ich meinen Streifen, der ist nämlich ein bisschen größer, mit dieser ausgestanzten Bordüre schon mal auf. Ich zeige euch gleich, aus welchen Stanzformen das ist. Da habe ich mir hinten diese Klebefolie drauf gemacht, weil diese filigranen Teile natürlich nicht ganz einfach sind.
Und bevor ich mir das aufklebe, habe ich mir das auch noch geinkt an der Seite. Das machen wir jetzt gleich mit unserem Designerpapier auch noch. Aber ich klebe mir das hier schon mal auf. So. Diese Stanze ist schon ein bisschen älter. Aber ich fand, die passt da so, so gut dazu. Und ich habe mir die aus dem Ausverkauf mal gekauft. Die heißt Edgeless Formen Feine Spitze. Da sind drei so Elemente drin. Vielleicht habt ihr die ja auch im Schrank. Dieses große habe ich mir da ausgestanzt. Zweimal in Vanille pur. Genau. Und jetzt nehme ich mir noch ein Fingerschwämmchen und inke mir einfach den Rand von meinem Designerpapier noch ein bisschen nach. Das ist einfach so, bei so Vintage-Karten, finde ich, ist das immer super. Man sieht es nicht sofort auf den ersten Blick, aber es macht nochmal was her. Das ist ganz, ganz eine kleine feine Feinheit, die man da noch reinbauen kann. Und ich gehe da recht gerade drüber, also ziemlich. Man kann natürlich auch das mehr von innen machen, dann wird es ein bisschen schmutziger, sage ich. Aber ich finde es so am Rand leicht geinkt immer ganz hübsch. Okay, also das ist jetzt die Seite für hier. Die können wir uns auch direkt gleich einkleben, dann ist das schon mal weg. Es sind ja so viele Teile heute bei der Karte. Und es war jetzt sehr spannend für mich, wie das aussieht. Das ist ja jetzt so Ton in Ton. Da macht sich dieser geinkte Rand sehr gut, finde ich. Es wird ganz anders als die andere. Die ist so ganz elegant. Bin ich gespannt. Okay, und jetzt müssen wir mutig sein und riskieren es, dass wir mit der Feder hier einmal abstempeln ordentlich. Hier noch ein bisschen so um unser alles Gute rumgehen, ja. Bin gespannt, wie das rauskommt. Halten wir es uns mal hin. Schon ganz gut. Ich glaube, das lassen wir sogar so, oder? Und dann können wir nämlich auf diesen beiden Rahmen, wenn die da so drüber sind, da können wir noch vielleicht auf eines überlegen. Also das kleinere kommt unten hin, die kleinere Ausstanzung, und die größere oben. Dann würde ich auf die größere oben noch dieses andere Muster ein bisschen drauf stempeln. Hier. Einmal drehen und hier unten. Jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt mit diesem Hintergrund. Mein ganzes Schmierpapier ist schon voll Stempelfarbe. Aber ich glaube, so sieht es ganz cool aus. Okay, also dann könnten wir unsere Karte gleich zusammenbauen. Aber ich habe mir gedacht, wir stempeln gerade, dann machen wir auch da weiter. Stempel mal noch kurz die Sprüche auf. Dann nehme ich mir jetzt das größere Etikett. Und hier habe ich mir schöne Geburtstagssprüche ausgesucht aus dem Set Schwärme voller Glück. Die Schrift finde ich einfach total schön. Also 1000 bunte Wünsche für dich und lieber Gruß zum Geburtstag habe ich ausgewählt. Das hier ist die Bestellnummer. Und diese Schmetterlinge sind halt auch total schön, gell, die da drin sind in dem Set. Und ich finde immer die Schrift so toll, deswegen habe ich mir die ausgesucht. Ich habe zwei Etiketten. Das eine hat ein bisschen Farbe abgekriegt. Das andere. Und jetzt nehme ich das liebe Grüße zum Geburtstag. Bleibe ich in dem Zimt oder würde ich? Ich glaube, ich nehme sogar noch eine andere Farbe. Ich würde nämlich noch als zweite Farbe in das Ganze kombinieren Espresso. Das hat diese Bestellnummer. Und das würde ich hier reinbauen als zweite Farbe für die Sprüche. Liebe Grüße zum Geburtstag und 1000 bunte Wünsche für dich. Ein bisschen gucken, wie gerade das ist. Ist okay. Ja, ich bin zufrieden. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, dass wir einfach noch mit diesem Muster, das wir jetzt ja schon überall haben mit der Feder, da einfach noch ein bisschen mit drauf gehen. Ja, finde ich eigentlich ganz schön so, oder? Was sagt ihr? Das ist ganz gut. Das kommt dann nachher hier drauf. So, und jetzt baue ich meine Karte zusammen. Ich nehme jetzt also meinen Rahmen und knicke mir den jetzt mal richtig zusammen. Das heißt, ich nehme als erstes die Seitenteile hier, rechts und links. Die kommen als erstes rein. Und dann meine Oberseiten, oben und unten. Einmal und das Ganze noch einmal, wieder oben und unten. Und auf diese Seite klebe ich mir jetzt meinen kleineren von meinen beiden Rahmen, also den, der nicht bestempelt ist. Den klebe ich mir jetzt hier auf. Dann klappen wir uns das ein, den nächsten da, und dann haben wir noch zwei übrig. Genau, so machen wir das jetzt mal. Ich brauche hier ein bisschen Tombow. Ich lege mir da jetzt was ein bisschen drauf, dass ich das besser halten kann.
Mache mir ein bisschen Kleber außenrum um meinen Rahmen. Wirklich versuchen, dann möglichst am Rand zu sein, weil wir ja nicht das komplette Papier haben. Also ich habe es nicht genauso groß gemacht, wie reinpassen würde, weil ich dann Angst habe, dass es mir mit der Knickung am Rand nicht rausgeht. Hier habe ich mir jetzt den Rand rumgemacht und dann klebe ich mir das auf diese beiden Elemente. So. Und hier gucke ich jetzt, dass es schön einigermaßen schön mittig ist. Das ist immer schwierig, wenn man sich den ganzen Rahmen da vorstellen muss. Also da auch unbedingt mit Flüssigkleber arbeiten, weil wir das ja nicht auf ewig ruckeln können. Ein bisschen ruckeln muss man fast. So finde ich es jetzt eigentlich ganz schön. Klebe ich mir das jetzt an. Dann drücke ich mir die nächste Seite von der Seite rein und das oben drüber. Und hier kommt jetzt mein bestempelter Rahmen drauf. Ich glaube, so sieht das ganz schön aus. Ich mache mir wieder einen dünnen Rand außenrum, also wirklich hier ganz fein arbeiten mit nicht zu viel Kleber, dass es nicht irgendwo barzelt. So. Genau, einmal angeklickt. Und hier orientiere ich mich jetzt an meinem Grundrahmen. Also da gucke ich jetzt, dass diese beiden Rahmen schön übereinander liegen, wenn ich mir das festklebe. So. Okay, und dann können wir die Karte wieder komplett zusammenbauen. So, immer die Seitenteile zuerst und dann oben und unten. Und dann können wir uns die Karte zusammenbauen. Und was ich total schön fand in dem Video, das ich da gesehen habe, das ich euch verlinkt habe, ich weiß leider nicht mehr, wie die Dame hieß, die das gezeigt hat, die hat hier diese Kanten so abgeschrägt. Das fand ich super schön und das machen wir jetzt auch noch. Und dazu hat sie sich einfach hier angezeichnet, wo die Überschneidung ist. Also genau hier, wann es runterkommt, rechts und links, das, wo sich das eben überschneidet. Hier oben auch. Und das dann einfach mit der Schere so abschrägen nach außen hin so. Das fand ich sehr edel. Das macht das super cool, weil das sieht dann aus wie so ein Bilderrahmen. Seht ihr diese Knicke? Ich hoffe, man sieht es überhaupt. Das ist ja Ton in Ton gearbeitet sozusagen. So. Aber das fand ich super cool. Tolle Idee. Okay. Also es ist ein sehr schönes Video. Schaut da unbedingt rein. Und jetzt kleben wir uns zusammen unsere Seite. Einmal hier, dann die Seitenteile drüber. Wobei wir können unten auch gleich. Wir machen hier unten auch gleich den Kleber drauf. Und dann kommt eben zuerst die Seite, wie die ganze Zeit schon. Und dann, wenn die gut klebt, machen wir noch diese Lasche komplett. Die kleben wir komplett drauf. Kurz halten. Und noch die zweite. Und schon ist unser Buchrahmen mit mehreren Ebenen fertig. Oh Mann, das war ganz schön was zu tun, würde ich sagen. Oh, da oben habe ich jetzt nicht so schön gearbeitet. Man kann es nur ein bisschen reinschieben, dass es ein bisschen gerader ist. Habe ich jetzt nicht so gut aufgepasst. Das könnt ihr noch machen bei euch dann, wenn ihr das macht. Das ist jetzt schade, aber da kommt nachher noch was drüber. Und so wird das Ganze jetzt hier nochmal mit Flüssigkleber aufgeklebt. Und da klebe ich mir einfach die komplette Unterseite an dem Rahmen noch mit Flüssigkleber auf. Genau. Dann haben wir hier unser cooles Buch in der Karte. Es ist schon eine aufwendige Karte, das muss ich schon zugeben. Und vor allem die ganze Deko, die ich jetzt dann gleich noch mache mit euch, die habe ich ja schon drauf. Die habe ich schon hergerichtet. Und jetzt ist mir noch was eingefallen, ich wollte die Seiten fast noch inken. Hätte jetzt zu dem Vintage-Thema super gepasst, aber das sollte man natürlich machen, bevor man es aufklebt. Ich lasse es mal jetzt erstmal noch so. Ich kann es immer noch machen, wenn es mir dann ganz arg fehlt. Jetzt klebe ich mir gleich noch mein Etikett hier auf. Und hier ist es ganz wichtig als Tipp für euch. Klebt es unbedingt flach auf. Das klebe ich mir auf diese Seite. Und da benutze ich jetzt schon ein bisschen von meiner ganzen Deko, die ich hier so hergerichtet habe. Und zwar habe ich mir verschiedenste Zweige ausgestanzt. Ich habe jetzt diesen hier ausgestanzt. Den finde ich sehr, sehr schön. Der ist aber aus einem älteren Stanzset. Ich zeige es euch aber trotzdem mal. Vielleicht habt ihr es zu Hause. Und zwar aus dem Winterbouquet.
Diesen Zweig habe ich mir da ausgestanzt in Espresso, von der Farbe her. Dann habe ich mir aus den Zweigen von den ewigen Zweigen Stanzformeln diese Elemente hier ausgestanzt, also diese große Stanze, öfter, auch in Espresso. Dann habe ich mir für die Blüte vorne, das zeige ich euch aber gleich, wenn wir die Vorderseite machen, noch die Blüte ausgestanzt und aus dem Ewige Eleganz, aus diesem Stanzset, habe ich mir einmal dieses große Element in Espresso ausgestanzt und einmal dieses kleine. Das sind nämlich diese Seitendekos, die hier innen drauf kommen. Seht ihr, das ist das große, das ist das kleine, das schneiden wir uns natürlich noch zu. Und die Blüte, die zeige ich euch jetzt auch gleich, weil ich jetzt die Stanzformen schon da habe. Das ist aus der Pfingstrose. Da habe ich mir alle vier großen Elemente, die diese Schnittkante haben, ausgestanzt. Also alle die, die noch eine zweite Schnittkante drin haben. Und dieses Mittelteil. Die großen Blüten habe ich mir ausgestanzt aus Vanille pur. Und das Mittelblütenteil aus einem Gelbton. Ich habe jetzt Safrangelb benutzt. Dann nehmt ihr, was ihr habt. Und das ist alles hier in meiner Deko-Box. Zusammen mit noch ein bisschen was. Ich erkläre schon noch mehr dazu. Aber das wollte ich mir jetzt so ungefähr aufbringen. Ich fange jetzt mal hier mit der Deko an, die auf der rechten Seite ist. Man kann jetzt überlegen, ob man das dann doch nicht in die andere Seite macht. Bei meiner ersten Karte ist es ja so, dass hier unten das Heidi steht. Deswegen dürfte da nicht sehr hoch was rein dekoriert werden. Und oben habe ich diese Ecke gemacht. Jetzt gucken wir mal. Aber ich glaube, das war ganz schön so. Wenn ich das jetzt aber da drauf klebe, dann sieht man dieses Gestempelte nicht mehr so gut. Das wäre irgendwie auch schade. Eigentlich wäre es auch ganz witzig, wenn man das in diesen beiden Seiten so irgendwie übernimmt. Weil die Federn sind ja auch in die Richtung und die Punkte sind in die Richtung. Wenn ich es da drüber mache, dann ist es nicht so schön, finde ich. Also ich finde diese Ecke ganz cool. Das kommt hier oben hin und hier unten schneide ich mir noch was zu als Kontrast von diesem großen Element. Da lasse ich euch jetzt ein bisschen Musik laufen bei der Deko. Das mache ich auch mit Flüssigkleber, dass ich mir das hier oben anklebe. Weil man muss aufpassen, dass man auf diesen Bereich keinen Kleber kriegt zum Beispiel. Da halte ich mir immer den Finger drauf und dann kann ich alle anderen Teile mit ein bisschen Kleber bekleben. Da kann man leider nicht die Klebeblätter benutzen. Das wäre natürlich besser bei so einem ganz filigranen Teil, aber durch das, dass ja ein Teil davon in der Luft schwebt, bietet sich das leider nicht an. Ich habe das schon überlegt. Also die rechte Seite von meinem Buch, bei einer Buchkarte ist fertig. Ich habe mir das jetzt einfach so zugeschnitten, wie es mir da am besten hingepasst hat. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal die Frontseite und gucke, was ich dafür alles brauche an Deko. Da klebe ich mir jetzt zuallererst mal meine beiden Buchseiten sozusagen auf, also meine Hüllen. Und bevor ich das aufklebe, möchte ich ganz gerne noch das Band anbringen, weil wir werden ja ein Band hinmachen. Zum Verschließen und da ist jetzt die Frage, was mir besser gefällt. Ich denke, ich gehe aufs Dunkle. Ja, nimm das dunkle Band. Man könnte auch Zimt nehmen. Ich habe jetzt hier das Band in Wildlederoptik. Das hat diese Bestellnummer. Und da schneide ich mir einfach zwei Streifen runter. Ich mache mir einfach einmal... Oh, jetzt ist mein Mülleimer abgestürzt. Ups. Naja, ich habe noch einen zweiten. Ich kürze mir das jetzt einfach mal und schneid mir das dann in der Mitte auseinander, so. Und dann lieber lasst mal ein bisschen mehr Platz, dass man eine schöne Schleife binden kann. Und klebe mir das jetzt dann da auf. Ich messe mir jetzt aber noch kurz die Mitte aus. Wir haben ja 14,5. Machen wir da einfach eine kurze Markierung hin bei 7,25. Vorne und hinten. Und dann nehme ich jetzt einfach das Abreißklebeband und klebe mir da so einen Streifen drüber.
Und damit die gleich lang sind, lege ich mir die jetzt einfach so übereinander. Also ich an dem vorderen Bereich gucke ich, dass sie die gleiche Länge haben und markiere mir das dann, wie weit ich das da reinklebe. Bisschen mehr habe ich mir gedacht. So. Also hier halte ich mir den Daumen hin und so weiß ich dann, wie weit ich mein zweites dann auch aufklebe nachher. Na. Damit die halt ungefähr gleich sind. Mein Gott, so passt das, gell? Und dann nehme ich wieder den Flüssigkleber. Ich mache es jetzt noch so, dass ich mir hier mit doppelseitigem Klebeband zur Sicherheit nochmal mein Band anständig da festklebe. Voilà, das ist jetzt ein bisschen lang geraten, damit es ja nicht hops verloren geht. Okay. Und dann nehme ich mir einen Flüssigkleber und klebe meine Seiten auf. Wichtig ist nur, dass wir wirklich gucken, wie rum ist es, dass wir das dann so aufkleben. Und meinen Geburtstagsgruß, das zeige ich euch auch noch, das ist auch aus dem alten Stempelset. Vielleicht habt ihr das noch, das Genial Vertikal. Das ist einfach mega für so ein Buch, weil es halt mal hochkant gestempelt ist. Und das klebe ich mir dann auf meinen Buchrücken auf. Ach ja, und hier habe ich noch eine Probeseite gemacht mit dem Stempelset Verdi Versailles, habe ich hier noch gestempelt. Also das könntet ihr natürlich auch verwenden. Das würde sich auch zu dem Vintage-Thema super anbieten. Da habe ich euch auch schon mal eine Vintage-Karte gezeigt. Die kam sehr gut an bei euch. Und die würde ich euch jetzt hier oben in der Infobox nochmal verlinken. Meine Vintage-Hochzeitskarte war das. Und da habe ich mit den gleichen Farben gearbeitet. Also das Zinnpapier ist für mich irgendwie schon so ein Vintage, weiß nicht, Vintage, vielleicht auch mal bei Weihnachten oder Herbstfarbe, aber eigentlich, ja, irgendwie ist das schon für mich eine Vintage-Farbe. So. Das klebe ich ganz bündig da drauf. Also das muss da wirklich bündig drauf passen. Na, sieht schon gut aus. Jetzt kommt noch das Highlight. Ich finde, das macht es voll gut. Da habe ich hinten noch so ein Klebepapier drauf. So, ihr Lieben, und jetzt geht es noch zur Deko. Und ich leere mal meine Dekokiste aus, denn ich habe mir, wie gesagt, schon ziemlich viel ausgestanzt. Ich habe überlegt, ob ich das alles schon zusammenbaue, aber dann habe ich mir gedacht, nee. Vielleicht ist es doch für den einen oder anderen noch ganz interessant, wenn ich das mit euch zusammen mache. Die Teile, wie gesagt, habe ich mir alle schon ausgestanzt und ich nehme mal wieder die Pfingstrose, weil ich die toll finde. Und ich fand die jetzt als Vintage-Blüte auch total cool. Und ich habe es jetzt diesmal so gemacht, deswegen habe ich sie noch nicht zusammengebaut, dass ich die wirklich total geknuschelt habe. Seht ihr das? Also ich habe mich nicht getraut, das komplett zusammenzuknicken, aber ich habe hier wirklich alles richtig, richtig schön geknittert und nach oben gebogen und nach unten. Das hintere Teil immer nach hinten und das vordere nach vorne falzen. Das habe ich so beibehalten und dann wirklich hier jedes Element so richtig schön mit den Fingernägeln tatsächlich so richtig knuddeln und Knicke reinmachen. Also es soll so sein, dass es so wirklich so ganz knittrig ausschaut. Und das habe ich eben mit allen gemacht und auch diese Unterseiten richtig schön vorbiegen und auch dagegen biegen und so. Also da bin ich gespannt, wie das jetzt ausschaut. Da war ich jetzt ganz mutig mit dem Papier, dass man das auch einfach so richtig bearbeiten kann. Und ich hoffe, dass das dann richtig cool ausschaut. Ich habe euch da schon Karten gezeigt mit dem Projekt und auch schon eine Verpackung. Ich weiß nicht, ob das schon online ist, die Verpackung. Ich verlinke euch das jetzt mal hier oben. Könnt ihr mal gucken. Auch eine Geburtstagskarte damit, die sich vom Farbkonzept super mit unserem Büchlein vertragen würde, glaube ich. Auch die Verpackung, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Okay, und die bauen wir uns jetzt auch noch zusammen. Und ich habe da als Tipp für euch immer, dass die zwei Kleinen zusammen zuerst und dann die zwei Kleinen zusammen in das Große, in die zwei größeren Formen. Die steckt man einfach so ineinander. Und man hat hier unten, das habe ich ganz am Anfang auch nicht gewusst, diese Umrandungen sind gleich. Und deswegen kann man sich an denen ganz gut orientieren, dass die Blume dann immer gleich aussieht. Habe ich am Anfang nicht gewusst und dann habe ich es einfach weggeschnitten und es geht genauso. Ihr könnt euch das auch selber individuell zusammensetzen und euch dann einfach ganz am Ende den Rahmen wegschneiden. Hier klebt man es an dem vorderen Rand zusammen. Da mache ich den Kleber immer auf dieses dünnere obere.
Ach, da habe ich jetzt viel Kleber erwischt, vielleicht hier aufpassen. Und jetzt habe ich beide zusammengeklebt und jetzt klebe ich noch das Innere. Achtung, richtig rum natürlich. Die zwei kleineren in die zwei größeren. Die Halter verheddern sich da gerade. Und passe mir das wieder an diesem unteren Rahmen an. Okay, jetzt haben wir hier eine ganz verknuschelte, coole Pfingstrose. Ich glaube, das wird schön. Ich freue mich. Bin gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Und unser Mittelteil, das klebe ich auch noch rein mit Flüssigkleber. Das darf dann noch ein bisschen so rausguckseln. So. Ist das erste Mal, dass ich diesen Zweig in der Mitte oder diese Blütenmitte gelb mache. Ich habe es bis jetzt immer grau gemacht, weil ich das immer schön fand. Ich weiß nicht warum, aber... Ach Gott, ja, die habe ich noch ein bisschen geinkt außenrum. Das könnt ihr natürlich machen. Ist mir jetzt aber bei der weißen nicht wirklich die richtige Farbkombination eingefallen. Ich wollte jetzt da nicht noch viel Farben außenrum machen. Aber so soll die da schon richtig schön fluffig oben drüber gehen hier. So. Das Einzige, was mich immer ein bisschen stört, wenn man das so macht, dass das hier unten genau passt, dann macht man hier so große Schnitte. Und deswegen habe ich das am Anfang nicht so gemacht. Und ich glaube, das lasse ich auch so. Ich mache das in Zukunft nicht mehr so. Okay, und dann habe ich jetzt hier noch ganz viele Teile ausgestanzt, wie gesagt, habe ich euch schon gezeigt. Und ich habe auch noch Stanzformen benutzt. Ich weiß, die Blätterstanze, die gibt es nicht mehr. Das war diese hier. Aber ihr habt bestimmt noch irgendwelche anderen Blätter. Und die Zweigstanze, das ist diese hier. Die habe ich auch ausgestanzt. Und was ich euch hier als Tipp sagen wollte, ist, ich habe mir einfach, bevor ich das ausgestanzt habe, mit irgendeinem Stempel ein bisschen so auf mein Zimtbraun drauf gestempelt. Mit irgendwas, dass es einfach so ein paar Flecken bekommt, ein bisschen schmutzig ausschaut, damit man hier so eine tolle Optik hier für die Blätter zum Beispiel bekommt oder auch für die Zweige. Halt, muss ich anders drücken. Und die Zweige habe ich mir dann noch geinkt, alle außenrum so ein bisschen, einfach so ein kleines bisschen am Rand entlang. Auch die Blätter habe ich so gemacht. Dann bekommen die auch noch so ein bisschen mehr so Vintage-Style. Seht ihr, das macht sich gleich total gut. Mit Zimtbraun dann auch. Bei den Zweigen ist es ein bisschen schwieriger, weil die schon so, die sind nicht so stabil wie die Blätter. Genau, und das verteile ich mir jetzt einfach da außen rum. Und was ich halt einfach immer noch so gerne benutze, ist mein Draht, mein Garn. Den habe ich noch in Kupfer und den finde ich passt jetzt da ganz gut dazu. Den klebe ich mir trotzdem alledem, auch wenn es nicht mehr gibt, noch unten auf meine Blume auf. Ich finde das einfach schön. Theoretisch könnte man hier auch noch ein bisschen mit Gold arbeiten, dass man noch ein Goldband irgendwie so hinten reinbaut. Seht ihr das? Ist nur ganz fein und... Wer es nicht hat, der braucht es auch nicht machen. Genau, das arrangiere ich mir jetzt da einfach schön drauf und lasse euch wieder ein bisschen Musik laufen. Thank you.
So, und die Innenseite habe ich jetzt auch gestaltet. Und wichtig ist es an dieser Stelle wirklich, dass ihr unbedingt dieses Etikett hier flach aufklebt. Ich hatte das auch schon mit Dimensionals aufgeklebt, aber dann kann es sein, dass sich das hier an der Seite verhakt beim Öffnen. Und das ist natürlich total schade, das darf natürlich nicht sein. Deswegen unbedingt dieses Etikett hier flach aufkleben. Und was sagt ihr? Ich finde die super schön. Cool. Das ist mal eine richtig wilde Karte, du. Da ist ganz schön was los. Schön, oder? Also, ich finde sie toll, muss ich sagen. Wirklich nicht ganz ohne Arbeit, aber toll. Tolles Ergebnis. Ein paar Stanzformen habe ich noch übrig. Und was ich jetzt natürlich noch machen wollte, ist noch ein bisschen Glitzy oder Perlen drauf machen. Also, Glitzy finde ich nicht so gut bei Vintage. Perlen finde ich gut. Und was ich natürlich auf meine andere Karte aufgebracht habe, sind diese tollen Eleganzsteine. Echte Eleganz. Ja, und jetzt habe ich noch die Steine Echte Eleganz da drauf gemacht. Die haben diese Nummer. Ich fand die jetzt genau richtig. Das sind nämlich, da gibt es drei verschiedene. Die ganz klaren habe ich jetzt genommen. Die glitzerigen, die sind auch sehr schön, aber die wären mir jetzt fast ein bisschen zu glitzerig gewesen. Und jetzt finde ich das richtig, richtig cool. Das ist mal eine richtig coole, ganz besondere und auch ein bisschen aufwendigere Karte. Ich nehme jetzt tatsächlich noch ein bisschen Glitzy, Wink of Stella, nur für die Mitte von meiner Blüte, weil ich finde, da muss immer Glitzy drauf. Ich weiß nicht warum. Das kann ich nicht lassen. Das muss schon hin. Ja, das reicht. Es ist wirklich viel dran. Schön, oder? Was sagt ihr? Findet ihr es auch gut? Hier diese zwei Farben, die überschneiden sich da ein bisschen, gell? Soll ich das noch ein bisschen so weit darüber biegen? Ja, das gefällt mir fast noch ein bisschen besser. Da baue ich mir jetzt noch schnell Klebepunkt rein. Wo ist mein Klebepunkt? So, ihr Lieben, mein Werk ist fertig. Also es ist wirklich ein langes Video geworden. Ich weiß nicht, auf wie viel ich es runterschneiden kann, aber es sind jetzt 1,5 Stunden Aufnahmezeit. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Aber es ist wirklich eine schöne Karte und halt einfach ein bisschen aufwendiger. So ist es halt einfach. So, also was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier diese wunderschöne Pfingstrose mit diesem ganzen Blattwerk außenrum. Es ist schon eine mächtige Deko, aber ich finde, es ist nicht too much, sondern es ist alles noch in Ordnung, finde ich. Was ich bei dieser Variante gemacht habe, zeige ich euch. Ich habe hier viel mit Pergamentpapier gearbeitet. Das ist für mich immer noch so, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick viel sieht, aber das Pergamentpapier erleichtert es einem, finde ich, immer sehr, weil das einfach noch so ein bisschen was reinbringt, aber nicht zu viel ist. Und das war jetzt natürlich, ich wollte jetzt mit dieser Kartenform nicht mit Pergament, bei dieser Karte nicht mit Pergament arbeiten, weil ich finde, das hätte jetzt nicht so gut gepasst. Das hätte so das ganze Farbschema wieder komplett rausgeworfen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich eben noch ein bisschen mit dem Espresso rein und so. Und deswegen fehlt ein bisschen die Leichtigkeit, die natürlich in dieser Karte da ist. Aber ich finde es trotzdem wunderschön. Also ich finde, das ist toll. Dann gucken wir es nochmal komplett an. Geburtstagsgruß. Hier kann man dann eine Schleife reinmachen oder einen Knoten und dann hat man innen hier dieses wirklich tolle Buch mit diesen tollen 3D-Elementen an der Seite. Ich versuche da reinzufilmen, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das so komisch halte. Aber ich finde, es macht sich super gut und auch diese Mühe, die man da hat, dass man das Fenster ungefähr gut erwischt, das ist natürlich nicht ganz einfach, aber ich finde, es rentiert sich schon. Es schaut schon sehr elegant aus, wenn da hier noch zwei so Bögen, die dann noch so schick sind, da reingeschnitzt sind sozusagen. Ja, ich finde, das ist schon toll. Ich habe hier noch ein bisschen so Glitzersteine hingemacht, das habt ihr gesehen. Meine etwas schiefe Ecke, die konnte ich jetzt, habe ich nicht überdeckt. Aber mein Gott, es ist halt handgemacht. Ne? Es kann immer mal sein, dass man irgendwo eine Ecke hat, wo nicht so perfekt ist, wie man es gerne hätte. Aber gut, ich finde es super schön. Gefällt mir von den Farben toll, von der Art toll. Wenn jemand so ein schönes Buch als Karte geschenkt bekommt, dann ist er bestimmt begeistert. Mal ein kleines Knötchen rein. Den Schleifchen mache ich heute nicht mehr. Für Schleifen ist heute keine. Das ist ein langes Video geworden. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Und dann nochmal diese ganz elegante Variante dazu. Da finde ich auch schön. Das ist so toll. Das Papier ist so schön.
Genau, wie gesagt, wenn ihr einen kurzen Namen habt, dann könnt ihr die Buchstaben ausschneiden und da noch reinkleben. In verschiedenen Lagen. Ich glaube, man sieht es gar nicht so gut in der Kamera, aber ja. Habt ihr jetzt mal den Vergleich? Macht einfach, was euch besser gefällt und ich freue mich, dass ich euch das Video aufnehmen konnte, weil ich finde, das ist eine super schöne Karte. Jetzt ist aber Schluss, weil es ist wirklich lang. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!